Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir sind auf der Zielgerade der Hauptquest, habe ich im Moment so gerade das Gefühl, denn es werden Sachen aufgedeckt, die nur auf ein episches Finale hinlaufen können. Und ja, wir sind immer noch in unserem Gespräch mit Silence und er erzählt uns mehr über ihn, die Eclipse und schließlich auch Hades. Du musst mir unbedingt alles erzählen. Hades, die Eclipse, alles. Es ist kompliziert, Aloy. Fang einfach an. Es begann, als ich in einer Ruine einen Fokus fand, so wie du vor vielen Jahren. Bei mir war das Gerät sehr stark beschädigt. Es war nur noch ein Funken Leben in ihm. Ich untersuchte es wochenlang, bastelte daran, bis es schließlich funktionierte. Eine neue Dimension der Wahrnehmung tat sich auf, direkt vor meinen Augen. Und dann entdeckte ich es. Ein schwaches Signal. Da draußen suchte etwas, ganz genau wie ich. Ein Gleichgesinnter. Ich folgte dem Signal zu seinem Ursprung. Einem gefallenen Titan, tief in den Dschungeln des Juwels. Du dachtest, es war ein Titan. Eine Kriegsmaschine. Ich wusste es nicht genau. Ich kannte solche Maschinen schon. Aus dem Grabhort zum Beispiel. Aber die war anders. Sie war nämlich nicht ganz tot. Sie konnte zuerst nicht sprechen, bis ich ihre Stimme reparierte. Und so begann ein Austausch von Wissen. Sie wollte alles über unsere Welt erfahren, ihre Stämme und Maschinen. Doch ihr dringendstes Anliegen war stets der Turm. Was wollte sie über den Turm alles wissen? Sein genauer Standort. Die umgebende Landschaft. Wem das Land unterstand. Im Gegenzug enthüllte mir Hades einiges an Feinheiten der alten Technologie. Er ließ mich mehr Fokusse finden und reparieren. Schon bald hatte ich Dutzende zum Laufen gebracht. Genug für eine kleine Armee. Zumindest für deren Kommandeure. Mir war das egal. Ich lernte so viel. Physik, Analysis. Unvorstellbar. Und die Schatten-Kaja? Wie kamen sie ins Spiel? Der Kaja-Bürgerkrieg war ein glücklicher Zufall. Die perfekte Gelegenheit. Eine Gelegenheit? Das war der Krieg für dich? Ja. Über Nacht war der halbe Stamm im Exil und wollte nur sein Meridian zurück. Ihre Religion machte sie manipulierbar. Ich präsentierte ihnen Hades als den verborgenen Schatten aus ihren Mythen. Also ja, es war eine Gelegenheit. Ich arrangierte für Hohepriester Bahavas ein Treffen mit Hades. Helis war auch dort. So wurde die Eclipse geboren. Alles für das heilige Meridian. Hui. Das ist echt krass. Doch Hades scherte sich nicht um Meridian. Und du auch nicht. Unsere Welt ist voll von ausgelöschten Städten und verschwundenen Stämmen. Was macht das schon aus? Außerdem war ich beschäftigt mit dem Aufbau des Fokusnetzwerks nach Hades genauen Vorgaben. Eine technisch anspruchsvolle Aufgabe. Besonders wegen der Änderungen, die ich selbstständig vornahm. Die Möglichkeit, sie auszuspionieren. Ja. Ich war vielleicht dumm genug, Hades zu dienen, aber nie dumm genug, um ihm zu vertrauen. Ich installierte im Netzwerk, was die Alten eine Backdoor nannten. Geheimer Zugriff zur Überwachung ihrer Aktivitäten und Kommunikation. Was ließ dich denn umdenken? Doch sicherlich nicht dein Gewissen. Eigentlich fing ich an, mir Sorgen zu machen, als die Eclipse eine alte Kriegsmaschine erweckte. Mit meiner Technologie. Ich fragte Hades, was er damit vorhatte. Ein bisschen spät. Fürwahr. Ich hatte meinen Zweck bereits erfüllt. Als meine Arbeit am Fokusnetzwerk erledigt war, rief Hades mich zu sich, um mich zu entlohnen. Im nächsten Moment sendete er den Tötungsbefehl. Und seitdem bin ich auf der Flucht.
Und wann kam ich dabei ins Spiel? Der gemeinsame Weg. Als Olin dich entdeckte. Systembedrohung erkannt. Das machte mich aufmerksam. Ein Tötungsbefehl für ein wildes Nora-Mädchen? Warum sollte Hades sich dazu herablassen? Doch dann sah ich, dass das Nora-Mädchen einen Fokus trug und einer großen Wissenschaftlerin der Alten verblüffend ähnlich sah. Helis reagierte. Ich hielt dich für tot. Dann kam ein Signal von deinem Fokus, aus dem Nora-Berg. Je mehr ich dir zusah, desto sicherer war ich mir, dass du etwas Außergewöhnliches bist. Und sehr nützlich. Durch dich entdeckte ich endlich die Geheimnisse der Erde. Ich wollte tun, was in meiner Macht steht, um deinen Erfolg zu sichern. Der Rest, wie man so schön sagt, ist Geschichte. Was ist das für eine Entscheidung gerade? Du tust wirklich alles für Wissen. Das stimmt, das kommt mir natürlich auch gerade so vor. Es würde nur wirklich sein eigenes Wissen bereichern wollen auf Kosten anderer. Natürlich hat er ein kleines Gewissen, weil er die Welt trotzdem erhalten will, weil er lebt ja darin und so weiter. Aber würde er uns verraten für einen großen Batzen weiteren Wissens? Wenn er so viel Wissen bekommen wollte, wie er will, er würde uns sofort töten. Ich vertraue ihm nicht, ich vertraue Stannis nicht. Nee, er hat nicht alles getan, um seine Fehler wieder gut zu machen, hat er nicht. Was du getan hast, nur um Wissen zu erlangen, Silence. Purer Leichtsinn. Aloy, dies war kein Geständnis, über das du urteilen sollst. Oh, unglaublich. Mehr kann ich nicht tun. Von diesem Moment an liegt es an dir. Nimm meine Lanze. Montiere die Masterüberbrückung daran, dann kannst du sie injizieren. Dann brauche ich sie Hades also nur noch in seinen Schädel zu rammen? Ganz genau. Oh, kein Problem. Herr Easy. Wo willst du hin? Überall und nirgends. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet. Und das hier? Überlasse ich dir, natürlich. Wir wissen ja, du bist dazu bestimmt. Ich bin nur so hineingestolpert. Ach was. Der gefallene Berg. Befestige die Masterüberbrückung und der Lanze. Irgendwas. Lanze herstellen. Was? Hier ist eine Soundaufzeichnung. Nein, ich wollte die Soundaufzeichnung hören. Gut, dann nicht. Wie krass. Was ist das denn? Hab ich. Ah, wir haben einen neuen Speer! Ja! Wie krass! Eine starke Waffe entdeckt. Reines Interesse. Silence Lanze. Oh ja. Diese Nahkampfwaffe hat einen schnellen, leichten Angriff. Er hat einen langsamen, schweren Schockangriff und kann freigeschaltete Maschinen überbrücken. Ah, das hat auch Schock dabei. Silence Lanze. Das Teil sieht krass aus. Das leuchtet auch so wie der ganze andere Tutti. Ach, hätte ich das nicht anhören können? Okay. Hier vielleicht? Sie kommen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ah, Lucent Barnabas. Sieh her. Es ist, wie ich versprochen habe. Was für eine Art Maschine ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Bleib zurück, Karja, im Schatten! Falsch! Verbeugt euch vor dem verborgenen Schatten! Der verborgene Schatten? Ich verstehe nicht! Hat Araman den Gauhar nicht verstanden, der sich auf der Flamme niederließ?
Araman folgte dem Schatten, den der Turm warf. Zu dem Berg, auf dem das heilige Meridian erbaut wurde. Ihr werdet dem Schatten noch einmal folgen. Ich bin ein ehrenwerter Mann. Ein Auserwählter der Sonne. Aber in Zeiten der Not kann die Macht des Schattens erreichen, was die Sonne allein nicht schafft. Werdet ihr uns zurückgeben, was unser ist, o Schatten der Prophezeiung? Ich brauche eine Armee. Gehorche und Meridian ist dein. Ihr könnt euch unseres Gehorsams sicher sein. Was ist da gerade für ein Lichtbug? Ach du Scheiße. Oh Mann. Ich muss Avad erzählen, dass die Eklipse bald angreifen wird. Nach dem, was mit der Wahl passiert ist, wird er die Stadt verteidigen. Aber der Turm. Aufgabe abgeschlossen. Ja, das Fokusnetzwerk ist aktiv, gebaut nach deinen Angaben. Überprüfe es selbst, wenn du willst. Ich warte. Aber ich möchte dich an die Belohnung erinnern, die du immer noch zurückhältst. Quantenprozesse? Daten wurden kompiliert, Volumen übersteigt, Transferkapazität. Wie unangenehm für mich. Komm her, du sollst deine Belohnung bekommen. Alles gut. Helis, Bedrohung in der Eklipse entdeckt. Sag seinen Namen, O Schatten, und er wird sterben. Du wirst diesen Mann eliminieren. Silence. Silence. Ja. Eine Wahrheit, die des Nachts geflüstert wird, wird am Tag offenbart. Er war nie einer von uns. Es wird geschehen. Och, Helis, wie kann man so verblendet sein? Das ist einfach nur... Nein! Och, Mann. Gibt es auch eine elegante Art, runterzukommen, das zu klettern? Irgendwas abseilen oder so, das ist ja schon ganz reizend. Ernsthaft. Wo müssen wir denn jetzt hin, rein theoretisch? Eben es hier einfach gibt. Okay. Wir müssen zurück nach Meridian, ne? Ja, okay, dann werden wir nicht den ganzen Weg runterlaufen. Wir werden uns dahin teleportieren in den Palast. Nämlich genau hierher. Ja, werden wir machen. Also wenn ich jetzt den ganzen Berg hier runterlaufe, dann kommt es ja noch. Und mir gefällt die neue Lanze so mega. Die Lanze von Silence, die ist einfach so stylisch. Die leuchtet so viel wie der ganz andere Tutti. Mir ist auch übrigens aufgefallen, dass die Implantate, die Silence in seinem Körper hat, diese blauen Schläuche oder was auch immer darstellen soll, das sind exakt die Implantate, die auch die Banuk haben. Die Banuk, also die Eisjäger, die hoch im Norden leben, wo wir auch mal eine Questreihe gemacht haben. Ich weiß gar nicht, welche Folgen das waren. Aber ihr findet sie auf jeden Fall in der Playlist. Die haben auf jeden Fall auch solche Implantate und solche Körpermerkmale, solche Körpermodifikationen. Ist Silence vielleicht einer von den Banuk? Oder interessiert er sich einfach für Maschinen? Und ich habe keine Ahnung, was ich von Silence immer noch halten soll. Ich meine, ich glaube nicht, dass er die Eklipse verraten hätte und von sich aus die Eklipse verraten hätte. Er hätte es, glaube ich, nicht von sich aus gemacht. Er wurde ja davon gejagt, weil Hades Silence als Bedrohung angesehen hat, weil Silence zu viel wusste. Silence hätte, glaube ich, noch viel mehr gemacht, um an Wissen zu gelangen. Es wäre ihm egal gewesen, wen er da auf dem Gewissen hat. Und wenn es die ganze Menschheit ist, das wäre ihm, glaube ich, am feuchten Arsch vorbeigegangen, wenn ich jetzt mal so urteile. Aber wir können uns ja immer noch in ihm ändern, in ihm irren. Was ich hoffe. Was ich wirklich hoffe. Was dauert am Ladescreen gerade so lange? Lagerfeuer. Ich will speichern. Sobeks Tagebuch. Ja, okay. Also wir kriegen jetzt immer wieder so Einträge von Sobeks Tagebuch. Oder weil wir die Master-Brücken gefunden haben, kriegen wir jetzt das gut. Okay. So, wir müssen hoch zum Palazzo. Zum Palazzo müssen wir hoch. Komm, da kriegen wir noch hin in der Folge. Ich hoffe, es geht nicht so... Oh, ein Händler, das ist ein Spezialhändler. Ich will nichts von dir. Schöne Tutti. Ich hoffe, der Krieg geht noch nicht in dieser Folge los. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, wir haben noch Zeit. Ich glaube... Ich bin unsicher. Ich bin wirklich unsicher. Wir sind falsch hier. Wir sind falsch. Wo tragt ihr das ganze Zeug hin?
ich in der Stadt noch nicht wirklich voll und ganz zurechtkomme. Immer noch nicht, ne? Das ist schon unbelievable. Aber unser Speer ist einfach stylisch. Also sind wir cool und hip. So. Ich hoffe, uns bleibt Zeit, bevor der große Angriff heranbricht. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit durchzuspannen und vielleicht noch die ein oder andere OP-Rüstung uns zu besorgen. Bevor der große Angriff der Eclipse bevorsteht. Ich hoffe wirklich, dass wir da noch Zeit haben. Ich würde schon ganz gerne noch die OP-Rüstung mir besorgen. Das wäre schon ganz smart, dass wir mit der in die letzte Schlacht ziehen. Weil man muss es nicht, man könnte es auch rein theoretisch mit dieser Rüstung schaffen. Aber warum sollte man nicht alles ausnutzen, was das Spiel zu bieten hat? Die Rüstung ist nicht umsonst in dem Spiel implementiert. Ah, wart. Mr. Sonnenkönig. Lass uns einfach hier durchlassen. Hier mit unserem mega heftigen Speer und unserem tödlichen Bogen einfach an den König ranlassen. Ich meine, die kennen uns aber trotzdem. Bedrohung ist Bedrohung. Ah, ja, der Freund. Was führt dich nach Meridian? Gefahr. Helis kommandiert eine fanatische Armee, die Eclipse. Sie greifen bald an, von Westen. Mit vielen alten Kriegsmaschinen, aber das ist nicht das Schlimmste. Sie bringen einen Geist mit. Gott, Dämon, Maschine. Wie immer du es nennen willst. Er heißt Hades. Und ihm geht's nicht um Meridian. Er will nur den Turm. Wenn er ihn erreicht, stößt er einen Ruf aus, der noch mehr Maschinen weckt. Mehr, als wir je bezwingen können. Alles wäre verloren. Das darf nicht passieren. Ich versuche zu verstehen, aber meine Verantwortung liegt bei Meridian. Um Meridian geht es nicht, Avad. Ihr müsst den Turm verteidigen. Vielleicht die Garde, Strahlender. Ja, schicke sie zum Turm. Erend kennt Aloy, er wird es gutheißen. Und lasst die Stadtwache die Westseite absichern. Von dort können sie Meridian verteidigen und die Flamme, wo der Turm steht. Aloy, ich möchte mich für mein früheres Verhalten entschuldigen. Nach all dem, was mit Ersa passiert ist, war ich verwirrt. Wenn wir Seite an Seite um unser Leben kämpfen, wäre es schön, wenn du mir vorher vergibst. Das tue ich. Solange ihr mich nicht wieder mit ihr verwechselt. Auch ein König lernt seine Lektion. Nun denn, gut, dass das geklärt ist. So, der Aufbau der Verteidigung wird Zeit brauchen. Bitte sag mir, was du über unsere Feinde weißt. Und zwar alles. Ich weiß sicher nicht alles, aber immerhin etwas. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist wirklich, wir sind auf der Zielgerade. Das ist heftig. Das ist so krass. Was müssen wir machen? Mit dem tadellosen Marat. Alles klar, der tadellose Marat ist irgendwo unten. Das ist so krass, wir sind wirklich direkt auf der Zielgerade. Das könnte die finale Schlacht sein, ein letzter Krieg. Eine gewaltige Armee gegen eine andere gewaltige Armee. Das könnte die epischste Schlacht werden, die man sich vorstellen kann. Hi, Marat. Und meldet mir weiter jeden Neuankömmling. Hey. Ach, Aloy. Die Vorbereitungen laufen für die Verteidigung am Berg und beim Turm. Das ganze Sonnenreich wurde informiert. Verbündete bieten Hilfe an. Manche für Meridian, manche für Scherben. Und viele auch für dich. Ausdrücklich. Für mich? Nicht so bescheiden. Der Berg, der Turm. Der Berg ist die Frontlinie. Dort verteidigt die Stadtwache? Ja, unterstützt von ein paar Freiwilligen, wie bereits erwähnt. Die Osaram-Kanonen, die Meridian bei der Befreiung erschütterten, beschützen uns jetzt. Du kannst dir gern alles ansehen. Oh Mann, das ist krass. Das ist einfach nur episch. Und der Turm? Sind Erend und die Garde dort? Allerdings. Sie rasseln mit den Rüstungen und üben ihre Kampfschreie, schätze ich. Es sind auch einige der Nora beim Turm angekommen. Sie haben eine königliche Audienz abgelehnt. Kannst du mal mit ihnen reden? Werde ich. So krass. Jetzt können wir wohl nur noch auf den Angriff warten. Ganz genau. Kein Gefühl, das ich schätze. Aber unsere Posten in Abendzeichen melden noch immer nichts aus dem Westen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, solltest du es jetzt tun.
Ansonsten habe ich die Wohnung von Olin Stöberer für dich vorbereitet. Dort kannst du schlafen, wenn du müde bist. Oh mein Gott! Ah. Ich hab so Bock auf das Finale. Nein, das ist so. Ah. Aber Leute, schreibt auf jeden Fall alle eure Emotionen in die Comments. Immer mir brodeln gerade die Emotionen rüber. Ich werde heute wahrscheinlich nicht schlafen können, weil ich die ganze Nacht durchspielen muss, bis das hier endlich geschafft ist. Ich bin jetzt schon 4 Folgen am Aufnehmen. Und es sind mindestens 10 wert. Leute, das ist Leben. Ich bin glücklich für das, was ich hier mache. Sei es drum. Lasst eine Bewertung da und das Kommi und so weiter. Alles unten in die Kommis, was euch gerade bewegt. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zur morgigen Folge Horizon Zero Dawn. 14 Uhr, ihr wisst, wie es läuft. Rayon sagt ciao. Tschüss.